Leute! Herzlich willkommen hier zurück auf der Talbauer. Von dem Ultramapper, den ja wohl jeder kennt, und der Yogi hat den 22er geholt, ne? Echt Premium, 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 Premium. Was ist hier eigentlich anders dran? Oh, kann man einklappen. Komm, wir probieren den mal aus. Jetzt brauchen wir einen Ballenwagen. Wir haben dieses komische Ding da im Hof stehen, ne? Hab ich den nicht verklappert? Ne, dich vor mir, ne. Wir brauchen einen Ballenwagen. Was kaufen wir uns denn Schönes? Guck mal, guck mal. Der ist Premium, ne? Der ist echt Premium. Aber ich glaube, der ist zu groß für unseren Hof. So was Großes können wir doch nicht unterstellen. Oh, falsche Kategorie, ne? Danke, dass ihr mich darauf hingewiesen habt. Wenn ich euch nicht hätte, ne? Was kaufen wir uns denn? Hey, Autoloop bringt mir gar nichts. Ich kann nicht. Habe ich nichts von Autoload. Kannst du Ballenwagen? Ne, schade. Was haben wir denn noch? Du kannst doch Ballenwagen, oder? Mit solchen Pellen fährst du nicht hier durch die Gegend. Ne, du kannst nicht Ballenwagen. Ihr könnt Ballenwagen, das weiß ich. Nee, du kannst nicht Ballenwagen. Was ist das denn hier heute alles? Müssen wir echt den großen wieder nehmen? Der ist mir zu blöd. Ja, nützt ja nichts. Müssen wir den Großen wieder nehmen. Wir sollen eine Straße parken. Ist ja nicht schlimm. So. Oh ne, lass mal die Farbe. Die ist ganz okay. Die anderen, da kriegst du Augenkrebs bei. Kaufen wir den. Was soll's. Kostet ja nur die Welt. Oh, herrlich. Warum brummst du so in Standgas? Wer hat denn die Scheibe zugemacht? Was ist denn hier los? Unfahrbar! Nein, da kommen wir jetzt Premium nicht dran. Es läuft. Wie immer. Wie geschnitten Brot, ne? Vor allen Dingen, wenn es frisch ist. Dann kannst du es nämlich nicht schneiden. So. Ja. Oh. Guck mal, der Lars, der macht hier nur so einen Nicht-Allradschlepper. Ihr seid da 2WD zu, ne? Ich hab da schon ein Bild von gesehen, ne? Premium, Premium. Das ist ja dann ein Moped für mich, ne? So, jetzt komme ich auch mal am Ballenspieß. Hoffe ich zumindest. Premium, Premium, Premium. Und wie sitze ich hier gerade? Echt? Cheater. Richtig hinsenken? Ist der Nachteil, wenn du Raucher bist, ne? Und kommst wieder. Feuer, Salamander, klappt dich auseinander. So,
So einen kleinen Gong rein und abfahren. Wir müssen Bollen stoppen. Oh ne, Kollege Schnürschuh, mitten auf der Straße oder was? Was ist was mit den Knien? Muss man Brille putzen, ne? Oh ne, eh schon wieder. Und jetzt? Was machst du jetzt? Wo ist so einer, eine Knickdeichsel? Ist ja hier Premium, oder? Premium. So, jetzt kannst du langlaufen. Ja, ja, Telefon, ich komme gleich. Irgendwann liegst du heute noch im Teich. Wir müssen eben hier lang fahren, ne? Ja. Kalk liegt gleichmäßig, aber wir können noch mal eben gucken, ne, ob der wirklich gleichmäßig liegt. Ja, die Krümmung liegt ganz okay, ne? Oder was sagt ihr dazu? Liegt okay, ne? Ja, bin ich auch der Meinung. Machen sie ganz ordentlich. So, wir müssen jetzt gleich eben bestimmt den Düngerstreuer umsetzen. Ich sehe gar nicht die Piekdinger. Ach, da oben ist der Mast. Da kannst du es dran sehen. Seid ihr nicht ausgeklappt? Ihr seid doch ausgeklappt. Was ist denn hier los? Wollt ihr mich verleppen? Oh, hier piekt ja gut. Oh, ich hab den Wagen ja auch noch hinter, ne? Dann muss so. Höchsten Punkt aussuchen, dann kannst du am besten stapeln. Nicht, aber ist ja egal. Da hinten liegen am meisten, also fahren wir den Wagen nach dort. Muss den Düngerstreuer auch erst umsetzen. Heider, nein, ey, irgendwas ist immer, ne? Aber mit dem Moped habe ich noch nie Ballen gestapelt. Da freue ich mich ein bisschen drauf. Aber mit den Ballen, das ist ja nicht so Premium, wie der die piekst. Guck mal, der ist ja gar nicht drauf. So, jetzt steht der Mast gerade. Jetzt müsste er ja eigentlich rein theoretisch vernünftig reinfahren. Ah. Muss er noch zwischenpieken? Oh, herrlich, das Moped, ey. Oh. Das läuft hier gar nicht. Das läuft hier gar nicht. Genau dich brauchen wir mal. Mein Freund und Kupferstecher. Wer hat denn den Mädchengang da reingemacht? Hast du gesehen, der muss zum Friseur, der muss sich die Haare färben lassen. Der kriegt auch schon Friedhofsblond wie ich. Ist nicht so gut. Aber das Ding kannst du auch nicht lange fahren, wirklich. Tu
tun die neuen Hyundai alle so rumsurren? Jetzt mal, weiß das einer von euch? Dann bitte mal in die Kommentare. Surren die neuen Hyundai alle so rum? Ist ja unfahrbar. Oh, da ist auch Wiese. Da müssen wir auch nachher noch drüber düngen, ne? Komm, wir fahren nochmal eben kurz Lucky. Ah, ne, erst die Felder. Ne, den könnte ich nicht den ganzen Tag fahren. Da kriege ich ja schon nach 3 Minuten Ohrenkrebs bei. Gut, dass das nur unser Düngemoped ist. Muss ich ja ganz ehrlich sagen, ne? Gut, dass das nur unser Düngemoped ist. So, wir brauchen einen neuen Kurs. Hier rauslöschen, hier wie immer. Das stimmt, ne? Das ist Feld 5. Blibablub, CP-Kurs generieren. Danke, wir gehen hier hin. Machen einen neuen Ordner. Feld 5. Ja, da wollen wir den Kurs reinspeichern. Aktivieren. Düngen. Alles klar. Läuft. Läuft. Du machst den ersten Wegpunkt und gibst Schubrakete. Danke. Oh, du bist fast fertig mit der Fläche, wa? Ja, ich komme ja bald mit Strom. Irgendwie gefällt mir die Pike nicht. Hat schlecht mit vorne. Naja, 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 naja. 8450 Liter Stroh. Läuft im Laden. Das finde ich schon mal Premium. Wir haben meinen Fernseher wieder von euch ausgemacht. Kann es nicht sein. Anna musste da hingehen, den ollen Receiver wieder anmachen. Oh, du passt hier passt fast, ne? Svenny, du bist so ein Held von Erdbeerfeld. Die lassen sich schlecht stapeln. Habe ich das schon gesagt? Jetzt macht er sich nass. Ein kleines Stück muss noch nach vorne. So, lass mal stehen da. Oh oh. Oh oh. Frag nicht, wer die aufgeladen hat. Wollte ich gar nicht wissen. Das wollte ich gar nicht wissen, wer die aufgeladen hat, ne? Muss man ja mal ganz ehrlich sagen, ne? So schön, wie es ist, aber... Nee, die Pike ist ja nicht so mein Fall. Kommt schlecht in, obwohl... Die kommen hier generell schlechter in die Ballen rein. Ich weiß nicht, warum das so ist. Ob das an dem Ball liegt, aber... Die lassen sich ja generell nicht so schön bieten. Bisschen Mass, einigermaßen gerade, ne? Muss nur lang genug über den Boden schleifen, dann passt das auch mit der Pikung, ne? Nur so als Tipp, ne? Oh Mann, du, der habe ich aber auch allzu recht gestorpelt. Was war da denn für ein Schlagloch? Hat das gesehen? Der hat einen ein Schlagloch hingemacht. Den erwische. Und
passt einigermaßen, ne? Oh, da können auch ein kleiner Bolle zwischen, du. Oder wenn du mich hier Stroh liegen lassen hast, ey, und mit der Gräpe dann aufsuchen musst, passt da auch noch zwischen, ne? Jetzt sind wir es gerade. Oh, der ist auch fleißig da hinten am Kalten, ne? Premium! Oh, den haben wir mal vernünftig erwischt. Hast du gesehen? Müssen hier so ein bisschen auf das Schlagloch aufpassen. Ich glaube, hier war das, ne? Deswegen langsam. Und dann tun wir den da eben noch mit drauf, ne? Damit unsere Kühe es noch hier warm haben. Ne, kühl, ist ja noch August. Guck mal, der will sich einbuddeln. Na, ist das krass. Moss, einigermaßen gerade. Helfer G hat die Arbeit erfolgreich beendet. Ne, jetzt muss ich schon wieder in diese Suchmaschine gleich einsteigen, oder was? Nee. Hier, die Kollegen, die haben Mittagspause, wa? Ist zwar jetzt Frühstück, aber die machen schon Mittagspause. Weil Viertel nach neun ist Frühstück vorbei. Ist ein Entern. Nein, 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 die haben ja noch Arbeitsmoral, du, das zeigt die. Jetzt muss er dran vorbeikommen, ja, ja, läuft. Guck mal, der buddelt sich vorne ein. Läuft. Läuft. Nicht immer so wie es soll, aber es, wir kommen voran. Das ist das Wichtigste. So, schlappen sitzt auch wieder. Kannst du besser auf den Gaspin treten, ne? Deswegen immer vernünftige Schuhwerk an bei die Fahrerei, ne? Nicht hier mit diesen Sambalatschen, wie ich die Wort anhab. Oh. Er kann auch ganz. Oh, lass so sitzen. Richtig da mal hin, Kollege. Das läuft nicht. Ist ein bisschen. Deswegen ab und zu mal die Tür auf. Ist die Klimatronik. Den können wir dann besser rausgucken. Wenn nur einer muss, aber dann ist Schluss. Und mit das finde ich es auch schon mal fertig, ne? Können wir hier nachher auch eben abkalken, ne? Und unsere Kühe kriegen Stroh.
Wir müssen doch mal so eine OKF machen, ne? Was hier an Wiese schon zu mähen ist. Wir brauchen hier noch Heu und Silage. Wie ist eine Wiese abbölzen, dass wir ein bisschen was zusammenkriegen, ne? Dass wir die auch vernünftig füttern können. So ist der Plan dahinter. So. Man auf den Hof hinstellen ist ja auch gar nicht so günstig mit den Gespannen, ne? Ich glaube, wir lassen den an der Straße stehen. Shit drup. Müssen die heute mal warten? Oh, da hat aber auch noch richtigen Satz gerade gemacht. So, der Lehrling macht die Spanngute drum. Ist fertig? Können der Dirt Tau? Oh, korrekt. So, Abflug nach die Hof. Ja, der kommt. Ist ein IAC. Siehste? 76.050 Liter Strohhäpfi. So, Kollege Schnürschuh, gibt der Gas. Brauchen wir einen Schwung. Da kommt nix. Abflug. Oh, der Hoppeläschen. Vorsicht. Zwinni kommt, ne? Ich kann jetzt nicht bremsen. Vorsicht. Was verstehst du an dem Wort nicht? Spreche ich papageiisch oder was? Guck mal, der Fan ist auch fleißig da, ne? Der muss auch Gas geben. Der muss dann nachher noch flügen. Ich weiß noch nicht, was wir uns hier für einen Flug kaufen sollen. Normalen Flug, da bist du ja ewig bei, was? Aber wie zu drauf hinauslaufen? Ja, er hat aber auch zu kämpfen mit dem Wagen. Das ist nicht... Oh, hier ist schon wieder so ein Bienenpflücker hinter uns. So. Wie soll ich denn gleich auf den Hof kommen? Ne, wir müssen noch einen weiter. Hier müssen wir hin. So, da gucken wir mal, wie die Reifen sich durchbilden. Können noch ein Stück vorfahren, ne? So passt, oder? Die Folge ist ja gar nicht lang geworden, ne? Das hielt mir in letzter Zeit andauern, ey. So ein Schiebkram. So, liebe Leute, ich sag dann aber jetzt erstmal danke fürs Zugucken bis hierher, ne? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich ja echt über ein Däumchen freuen, bin ich ja ganz ehrlich, ne? Ja, und wenn es euch gefallen hat, hier auf dem Chaos-Kanal und ihr wollt nichts mehr verpassen, dann würde ich mich echt über ein Abo freuen und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!